In dem dargestellten Würfel ist M die Mitte von der Strecke AE und N die Mitte von der Strecke HF. Der Auftrag lautet, beweise, dass diese drei Vektoren AH, MN und EF komplanar sind. Wir sollen also beweisen, dass diese drei Vektoren linear abhängig sind voneinander, das heißt, dass einer lineare Kombination von den zwei anderen ist. Dazu bestimmen wir zuerst diesen Punkt P, Mitte von der Strecke EH. Somit können wir den Vektor MN zerlegen in Vektor MP plus Vektor PN, also so. In diesem Dreieck EAH wissen wir, M ist die Mitte von dieser Seite AE und P ist die Mitte von dieser Seite EH. Durch diese Eigenschaft, die wir im Tutorial Vektoren 004 bewiesen haben, können wir also sofort schlussfolgern, dass der Vektor MP genau die Hälfte vom Vektor AH ist. So. In diesem Dreieck EHF gilt, P ist die Mitte von dieser Seite EH und N ist die Mitte von dieser Seite HF. Also können wir durch dieselbe Eigenschaft schlussfolgern, dass der Vektor PN genau die Hälfte vom Vektor EF ist. Also so. MN gleich MP plus PN. MP kann ersetzt werden durch ein halbes AH und PN kann ersetzt werden durch ein halbes EF. Und somit haben wir diesen Vektor MN als Linearkombination der zwei Vektoren AH und EF ausdrücken können. Und deshalb sind diese drei Vektoren komplanar und der Auftrag ist erledigt.